Idee dahinter war eigentlich so ein geheimer Maskenball. Alles so ein bisschen dekadent und obszön, so ein bisschen wie in dem Film Eyes Wide Shut. Eine Zeile, denn morgen sind wir tot, stand eigentlich am Anfang. Und dann haben wir überlegt, das Leben ist kurz, was ist das Schönste, was man machen kann? Es ist halt tanzen und ficken. Probier die doch mal an. Aber das mit der Nase ist doch scheiße. Ja, probier das doch mal an. Das haben die aber in Italien da. So. Ja, wieso hast du das da nicht an? Weil ich wollte so eine mit so einem Stab. Ja, du siehst dir so eine schöne. Siehst aus wie ein Elefantenmensch. Ja, wir sind doch Du weißt was? Mit diesem Ding hier, ne? Du hast eine ganz eingeschränkte Sicht, so ein Tunnelblick, das ist schrecklich. Weil du immer schimpfst mit dem Glas, die kommt da irgendwie an. Ich sehe aber das Glas nicht, weil ich hier immer nur geradeaus, ab hier sehe ich nichts mehr. Du darfst doch nicht sehen, du bist ein verheirateter Mann. Lass uns tanzen oder ficken oder beides, denn morgen sind wir tot. Den ganzen Tag hören wir nur tanzen und bumsen und ficken. Das ist anstrengend und das macht müde. Aber ist geil. Und macht Spaß. Ja, natürlich sind die noch lebendig. Ein Song entsteht einfach. Da denkt man ja vorher nicht drüber nach, was löst das denn aus oder wollen wir provozieren. Nicht unbedingt, aber finde ich auch nicht schlimm, wenn es so ist. Der Hintergrund ist ja eigentlich, dass man sein Leben genießen soll. Das ist ja eigentlich der Ober. Eigentlich eine positive. Eigentlich der Inhalt. Das ist ja nicht, dass wir das negativ sehen oder wie Sex oder Tod verherrlichen wollen. Das ist einfach nur, lebt heute und morgen kann ja alles vorbei sein. Jetzt noch einmal schnell auf den 12er bitte. Ich muss einmal auf der anderen Optik machen, das ist so super. Ich glaube, das wird ein geiles Video.